Moin zusammen. So, weiter geht's mit Valheim. Und Wotan, ja, der hat schon echt gut was hinter sich. Von den letzten Folgen da. Große Armeen von den, also was heißt große Armeen, aber halt deutlich in der Überzahl. Die Grauzwerge mit Schamanen und Berserkern und einen zweiten Troll haben wir auch noch erlegt. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, was ich jetzt als erstes angehen möchte, vom Bauen her und so weiter. Ich habe mir überlegt, hier oben sonst irgendwie hoch. Schaue ich einfach mal. Kriegst du viel. Ja, obwohl andererseits habe ich auch wieder sehr viel Holz dabei. Das war blöd, ne? Jetzt habe ich mich ja festgefahren. Dann schmeiße ich den Kupfer mal ab hier. So, ein bisschen Holz habe ich noch auf Tasche. Das schmeiße ich dann hier rein. Okay. Kupfererz hier rein. Kupfererz, Kupfer. So. Zack, zack, zack. Ach, siehste. Feuerpfeile sind alle. Trophäen habe ich hier hinten irgendwie. Geld hatte ich noch dabei. So, und 16 Mal Fleisch. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so Lust drauf, das alles jetzt durchzubraten. Schmeiße ich mal wieder in die Kiste. So, dann weiß ich, ich brauche Harz und ich glaube Feuersteine. Und Holz auch. Wieso ist denn die Fackel schon wieder aus hier? Ich stehe wahrscheinlich zu eng unterm Dach. So, Feuerpfeile. So, Feuerstein, Axt, Holzpfeil. Wo war denn jetzt Feuerpfeil? Federn. Ach Gott, Harz und Federn. Federn brauche ich noch. So. So, mache ich wieder 80 Stück davon. Feuersteinpfeile noch ein paar. So. Sollte ich auf jeden Fall erstmal genug haben, um mich irgendwie gut wehren zu können. Beziehungsweise so ein Troll nicht unbedingt im Nahkampf begegnen zu müssen.
Dann habe ich noch zweimal Holz. Können wir nochmal hier mit reinschmeißen. Sehr mühselig alles. Dauert auf jeden Fall lange, bis man hier irgendwie mal so richtig zu Pötte kommt. So, Spuck aus. So, hinzugefügt Kohle. Und dann Blick in den Wagen. Ja, ach du Güte. Nee, kann ich nicht alles mit auf einmal. Steinehaufen. Geht zum Glück. Ja, mehr oder weniger alles auf einen Haufen hier. Ich guck mal, vielleicht habe ich ja Glück und ich schaff's nach oben. Jo, passt. So, gut, Holzstapel. Füllen wir auch das Holzlager wieder auf hier. Die Fackel nehme ich mal weg. Ups. So. Möbel. Zweimal Harz. Mir fast denken, dass es gleich schon wieder dunkel ist, bis ich hier fertig mit Entladen und so weiter. So, Steine. Cool. So, Kohle einsammeln. Hier wieder auffüllen. Kriege ich sogar, vielleicht sogar noch alles in die Schmiede rein hier. Sehr cool. Ja, ist schon wieder Abend. Es dämmert. Ja, die Frage ist jetzt echt, mache ich das von hier aus rüber in die Säule? Ich denke ja. Guck mal, wird jetzt Abend. Fange ich schon mal an, hier so ein bisschen zu bauen. 50 mal Holz. Bauen, Bodenplatte.
Ups. Kurzer Ruckler. So, schau mal. Yes. Ach, da habe ich ja auch noch eine Fackel. Kein Harz dabei. Du wirfst Harz ins Feuer. So, okay, bauen. Von hier aus vielleicht mit einer normalen Leiterstufe hier auf diese Etage. Kann man das hier so ransetzen? Ja, yeah, guck mal. Auf jeden Fall höre ich hier auch Gegner rumschleichen. Ich weiß ja nicht, wo sie sind. Oh, mein kleiner Rundgang hier. Ist nix. Keine Ahnung, was ich da gehört habe. Cool. Von hier aus auch noch eine Stufe höher, naja. Ja, Ziel ist das, diese Fermentierungsgeschichte. Ich weiß nur nicht, sind das einfach nur Fässer, die dann in der Ecke stehen, oder... Oder muss da dann auch irgendwie noch ein Feuer dran? Und fermentieren muss ja eigentlich gar nichts weiter. Das muss ja einfach nur stehen gelassen werden. Nee, da, ups, ja, zu Recht abgebrochen hier. Man muss auf jeden Fall eine Leiter nach oben wieder, beziehungsweise eine Stufe. Noch mal eine Platte hin. So. Sag mal so, solange ich hier nichts richtig anklopfen höre, brauche ich mich da auch nicht kümmern. So, wie sieht das aus?
doch. Naja. Hier nochmal Stützpfeiler unten setzen. Vielleicht ein bisschen besser. Sind die Mistviecher? Ich geh mal in den Wachturm. Ah, na komm. Vielleicht sehe ich sie ja von oben. Ne, ich sehe gar nichts. Ne. So, mal aufs Dach. Da ist er. Na komm schon, aufs Dach rauf, Mann. Noch hier unten gerade stehen sehen. Ne, ist ein Hirsch. Aber ich habe da auch Leuchteraugen gesehen. Hm. Okay, ansonsten ab ins Bett. Warten bis zum nächsten Morgen. Bin hier eh in Sicherheit. Es sei denn, jetzt kommt wieder so eine Invasion oder so eine Geschichte. Du rennst erneut deinen Kriegen voran, während du die Schwarzachs deines Vaters in Händen spürst. Als du erwachst, hast du einen Kriegsschrei auf den Lippen. Gut, hier geht's sonst runter und hier geht's rauf. Herstellung. 5x Bronze, 30x Edelholz. Ich werde mir mal so einen Fermentierer hier oben raufzimmern. Was war das? 5x Bronze? So, ran an die Schmiede. Bronze. 5x. 10 Kupfer, 5 Zinn. Immer noch überladen. Oh, Tatsache. So. 5 Bronze, okay. Okay, Fermentierer leer. Du hast keine Gegenstände, die verarbeitet werden können. Okay, einmal an die Kochstation. Kessel. Craften. So. Mehlmischung, gesund. Löwenzahn brauche ich dafür. Heidelbeeren, Honig. Distel. Kohle. Giftwiderstand. Geringe Ausdauer. Gelber Pilz. Mietmischung lecker. Muss fermentiert werden.
Bärenmarmelade. Köstige klassische Mischung aus Himbeeren und Blaubeeren. Okay, dann hole ich einmal alles an Inkredenzien, die ich hier so noch habe. Ja, okay, na egal, die Pilze nehme ich mir auch mit. Du hast keine Gegenstände, die verarbeitet werden können. Okay. Kessel. Ich mache mir mal so eine Marmelade hier. Beerenmarmelade. Mietmischung lecker. Geringe Ausdauer. Kann man Kessel, den kann man wahrscheinlich auch noch verbessern dann, oder? Hackplatz habe ich, Gerwigstein, Drechsel, Schmiede Amboss, Schmiede Kühlvorrichtung. Oh, warte mal. Habe ich direkt, ne? Lecker. Geringe Ausdauer. Und viermal direkt Marmelade. Gesundheit 30, Ausdauer 40. Okay, cool. So, dann schaue ich mal zum Fermentierer. Mietmischung, geringe Ausdauer, Fermentierung. Ja, ich glaube, ich sollte da vielleicht mal drauf warten. Ne? Oh. Ich weiß nicht, ob mir das schlecht wird, wenn es da sonst zu lange drin hängt. Muss fermentiert werden. Ah, okay, ja. Ich glaube, hier oben baue ich mir dann auch noch mal eine Kiste hin, wo dann die ganzen Früchte reinkommen, damit ich Met herstellen kann. Okay. Bisschen zu dicht dran, geht da dann so an der Stelle nicht mehr. Gut, der blubbert vor sich hin. Eine Kiste wollte ich hier noch mal hinsetzen. Kommt hier mein Honig rein. Nee, das ist blöd, warte mal. Alles nehmen, so. Zack. Das kommt da oben rein. Hier unten kommen dann die Früchte und der Honig mit rein. Das brauche ich.
muss fermentiert werden. Und die Metmischung kann ich mir dann oben in die Kiste packen. So ist gut. So, dann kommt hier nochmal eine Fackel hin. So, jetzt habe ich hier gleich schon den zweiten Tag wieder vertrödelt. Feuersteine, gut, Essen habe ich, Werkzeug habe ich. Auf geht's. Gut, 9-mal Kupfer kommt dann hier noch rein. Kart repariert. So, alles heile machen. Tür zu. Karren nehmen und los geht's. Boah, das sieht nicht gut aus mit dem Durchgang da unten. Aber das mache ich nochmal eben, bevor es losgeht. Fehlende Voraussetzung. Ach, 2 Steine brauche ich dafür. So. Ach Gott, Junge. Wenn ich eins kann, ey, dann verschlimmbessern. So, planieren hier. Mach mal so auf diese Höhe. Ja, aber besser als vorher. Gut, ab Richtung Osten. Das wird dann auch wahrscheinlich der nächste Handelsweg hier. Okay, und jetzt sprich links doch durch den Wald. Würde ich eigentlich nicht durch wollen. Da ist doch auch Küste. Himbeerbüsche, sehr schön. Kann ich gut gebrauchen. So, ein paar Steinchen nehme ich auch mit, wo ich gerade hier bin. So, und hier würde ich dann gleich links abbiegen. Oh. Hier, um gerade genau zu sein. So, kurz das ganze Gestrüpp hier aus dem Weg räumen. Oh, da unten ist ein Skelett. Gratis Knochenteile frei Haus geliefert.
das Skelett gerade ein Schwein erschlagen? Das ist auch. Schade. Aber ich habe doch das Skelett gesehen. Ich weiß nur nicht, wo es hingelaufen ist. Vielleicht jagt das gerade ein Wildschwein oder so. Freie Bahn mit Marzipan, hier geht's weiter. So, da sind wieder Wildschweine. Wo sind sie hin? So, Lederreste. Ja. So, hier habe ich nämlich eine offene Rechnung. Mit dem Trupp da von den Grauzwergen. Ich hoffe mal, die kommen gleich raus. Auf 11 verbessert. Ich gehe mal davon aus, dass dann ja die Werte auch das Schild mit verbessern. So, auf jeden Fall, wenn ich schon mal hier bin. Okay, das war ein normaler Stein. Feuerstein auf jeden Fall mitnehmen. Und vielleicht finde ich hier auch noch Zinn wieder. Wäre auch sehr cool. Feuerstein. Zinn vorkommen. Was sagt das Gewicht? 113, ja, passt. So, es wird dunkel. Das heißt, gleich kommen hier die Grauzwerge wieder angeschlurft. Zinn vorkommen.
So, Jungs, wo seid ihr? Schade, dass das hier kein Kupfer ist. Das wäre auch echt gut gewesen. Da ist ein Hirsch. Ganz knapp vorbei. So, nur da. Kein Sinn, kein Sinn. So, und dann werde ich hier oben, den Zipfel werde ich mal erkunden, bis an die Küste ran. Kupfervorkommen. Hatte ich hier mit. Kupfer. Blaubeeren. Da ist so einer. Ist das Kupfer? Tatsache. Sehr cool. So, wo ist Fleisch? Noch mehr Blaubeeren, sehr cool. Ich bin auch unheimlich neugierig auf so den Bereich Landwirtschaft. Ob ich da selber. Was? Ob ich hier selber dann auch die Beerenbüsche pflanzen kann. Das wäre echt klasse. Ist auch Kupfer? Nee. Blaubeeren. Oh, hier ist ein Turm. Ein Wachturm. Völlig verwuchert. Das so clever ist, was ich hier mache. Noch ein Kupfervorkommen. Hä? Ich höre da was. Jetzt hätte hier einer Steine geschmissen oder so. Da hinten ist irgend so ein Schemen. Da gehe ich mal gucken. Was ist das?
Krautzwerg. Great Dwarf Nest. Ah! Ein Nest der Grauzwerge. Warte mal, mach mal den Speer weg. Nimm mal das Schutzschild. Und die Fack. Aua. Und die Fackel. Kann ich Kack hier abfackeln. Oh, brate du Schwein. Out. Okay, Fackel kaputt. Oh, verdammt. Uralter Samen. Haha, so, das war cool. Ein Nest der Grauzwerge. Ich würde mal sagen, dann sind wir jetzt quitt in Anführungsstrichen. Da ist noch eine Höhle. Zack. Zack. Skelett-Trophäe. Oh, da liegt sogar noch was. Bin ich echt voll? Das ist schlecht. Knochenfragmente, okay. So, dann hatte ich hier. Die Grabkammer. So, dann flitze ich jetzt einmal zurück zu meinem Karren. Mach da mein Inventar leer, gehe in die Grabkammer und auf dem Rückweg am Strand entlang noch mehr Zinn mitnehmen und gegebenenfalls ein bisschen Kupfer. Hat sich jetzt schon gelohnt. Aber noch bin ich auch nicht heil wieder zu Hause. Shit. Hör zu jetzt. Ah, ja, nicht ins Leere. Liegt sogar noch irgendwas. Völlig eingesammelt. Kohle. Okay. So, wo ist mein Wagen? Oh, da ist er. Ah, du bist immer noch dran. Mistvieh. Zinn, Holz. So, bin auch bald voll schon wieder, ne?
So, was sagt die Uhr? 45, okay. Dann würde ich sagen, mal hier eine kleine Pause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß weiterhin, bis bald und ciao.